So, wir haben hier einen Superschutz gefunden und damit willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Ja, diesen Part, also ich habe den Part schon eigentlich gemacht, diese Stelle, was wir jetzt gerade machen, das habe ich schon mal gemacht. Allerdings habe ich dann versehentlich auf Abbrechen gedrückt, ganz Gedanken verloren. Und ja, jetzt mache ich das Ganze eben nochmal. Oh Gott, ich wette, wenn es so weitergeht, haben wir das Spiel mindestens schon halb nochmal durchgespielt. Und warum ist Knilz an der Stelle? Kann mir jemand sagen? Knilz gehört nicht in unser Team und es hat schon fast Level 10. Ja, ich muss meine Pokémon wieder offscreen zu diesem Level hin leveln, was sie jetzt ungefähr sind. Ja. Also ja, der letzte Save, den ich da hatte, das war vor dem folgenden Pfad. Und da könnt ihr euch denken, wie nervig es war, diese ganze Scheiße nochmal zu machen. Aber für euch mache ich das natürlich gerne. So. Oh Gott, seht ihr, wie stark unser Jungblut ist? Level 28. Naja, Was wollen wir denn machen? Ich kann zurückgehen zu dieser alten Dame, unseren Pokémon heilen. Oder tun einfach Ninja Turm in erste Stelle. Ich glaube, das mache ich. Hoffentlich hört ihr meinen Tastengetippe nicht. Meine Tasten drücke ich gerade ziemlich laut, obwohl ich das gerade nicht haben wollte. Ich habe einen Sandsturm, um diese staubige, widerliche Vulkanasche von meinem niedlichen Kamaub fernzuhalten. Tja, dein armes Kamaub ist sicher sehr, sehr verwöhnt, ne? Wahrscheinlich mit sehr vielen Schleifen irgendwo dran, ne? Und so richtig mädchenhaft dekoriert. Oh Gott, sowas mache ich gar nicht. Mädchensache. Ach verdammt, warum setze ich Ninja Turm gegen Kamaub ein? Bin ich lebensmüde? Die Antwort, ja. Na komm, das Kiel ist jetzt mit Geheimpower. Kommt Lehmschelle raus. Oder nee, das ist Lehmgesuhle. Oder nee, Quatsch, das ist Lehm, irgendwas mit Lehm. Ach komm, das muss jetzt kommen. Oh Gott. Jetzt haben wir nur noch unser Jungblut. Jungblut ist irgendwie immer unsere letzte Option. Unser Fritzelblitz hat sich auch in diesem Part, was ich nicht aufgenommen habe, entwickelt auf Level 26 zu Voltenzo. Ich glaube, ich laufe zurück zu der alten Dame. Ich glaube, das mache ich schnell mit Speed. Ach verdammt, jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Naja. Lass mich in Ruhe, Panzer-Aeron. Na komm, das Training kennen wir uns noch hier. So, was kommt jetzt? Sandan, tschüss. Ich will zur alten Dame meine Pokémon heilen. Na, jetzt aber. Heil deine Pokémon immer sehr gut und behandle sie immer sehr gut und dann bist du auch so irgendwann so alt wie ich. Was? Ich habe gerade Bullshit geredet, ne? Schnell wieder vergessen. War ja unnötig. Unnötig! So. Bla 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 bla. Ich möchte Fritzelblitz entwickeln. Entwickelt sich auch in 3 Leveln. Zu Voltenzo. So, hier waren wir. Na, hier waren wir noch nicht. Wir waren hier bei der. Okay, jetzt spielen wir ganz normal weiter. Hätte ich auch Offscreen machen können, aber egal. Wir beide sammeln Asche. Wir kämpfen beide auch mit Pokémon. Ach, diese Zwillinge. Okay, was habt ihr für Pokémon? Flurmel und Flurmel. Sehr einfach, ist recht. Naja, gut, Ninja Turm kann mit Erstauner getroffen werden, das heißt, ich sollte Ninja Turm wechseln. Natürlich wieder zu Jungblut. Ich glaube, wir haben früher einen Logok, als uns lieb ist. So, hier, schocken wir erstmal einen Flurmel. Sind beide männlich, obwohl beide weibliche Trainerinnen sind. Ja, hätten wir jetzt Ninja Turm nicht ausgewechselt, wäre Ninja Turm down gewesen. So, hier, zack, zack, und Ende im Gelände. Das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Wir treten das Flummel mal wieder zum Mond. Okay. Und die hätten auch erledigt, die 2 Zwillinge. Wir haben verloren. Mir ist langweilig, daher sammle ich jetzt Asche. Okay, hier ist noch ein Item. Ach komm, und hier ist ein wildes Pokémon. Du hast das Item bewacht. Doch, der Bandi ist hier. Irgendwie einfallslos. Man kann in einer Route bis zu 8 Pokémon
einfügen. Aber trotzdem tauchen hier nur Pandirs, Sandans und Panzer-Eurons auf. So, tschüss. Und es ist Level für Fritzeblitz, Level 24. Braucht nur noch zwei Level bis zur Entwicklung. Speed auf Spezialangriff und Initiative. Daher passen die Attacken. Schockwelle eigentlich ganz gut. Top-Alter. Toll. So, wollen wir unsere Geheimbox errichten. Meine andere wurde übrigens gelöscht, weil ich das ja neu machen musste. Aber es ist ja nicht so tragisch. Es war eh nur improvisorisch eingerichtet. Okay, ich habe keine Lust zu kämpfen. Tschüss und meine Katze Maus wieder. Gary, halt die Klappe. Ich zeig dich nicht mehr. Du hast deinen Part gehabt, als ich dich gezeigt habe. Ich glaube, der mag meine Let's Plays und will immer irgendwas mit sagen. Ich glaube, ich fange dann bald einen Eneko und nenne es Gary, so wie meine Katze auch heißt. Ach komm! Volltreffer! Gibt's auch nicht. Andi macht einen Aufruhr. Ach, das müsst ihr jetzt gehört haben, das Gemauern. Jetzt schmeiß ich ihn raus. Wartet mal schnell. So, du kannst es raus. Schmeiß jetzt raus. Ich hau den Morgen. So, hier bin ich wieder. Nerv mir, ihr Katzen. Kauft euch keine Katze, falls ihr nicht genervt werden wollt. Die heutige Technologie ist schon eine wunderbarsame Sache. Nehmt zum Beispiel dieses diese Vulkanasche hier. Aus ihr kann man Glas machen. Ja, schauen wir mal ins Haus. Okay, was seid ihr denn für obskure Leute? Oh, ich habe ein neues Wort gesagt. Es macht Spaß, das Glas zu einer Flöte zu blasen, wenn der Boss redet. Ja. Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Okay, das besondere Talent. Bin ich hier im Bordell oder was? Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items her. Hier kannst du Asche sammeln. Hiermit kannst du Asche sammeln. Aschentasche erhalten. Nimm diese Aschentasche und lauf durch die Asche. Damit füllst du die Aschentasche mit Asche. Das ist ja ein Zungenbrecher. Damit füllst du die Aschentasche mit Asche. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Schnaufkeuch. Okay, ja, sammeln wir ein bisschen Asche, dann kriegen wir eine blaue, ja, also man kriegt verschiedene Flöten. Ich möchte mir eine blaue Flöte holen, die heilt, Schlaf, ähnlich wie die Pokéflöte in der Game-Edition. Dann gibt es noch eine gelbe, die heilt Verwirrung, eine rote, die heilt Vernarrung und eine, schwarze, die verhindert, dass Pokémon auftauchen und eine weiße, die, das lässt mehr Pokémon auftauchen. Also mit der schwarzen tauchen natürlich schon noch ein paar auf. Das senkt halt nur die, die Chance, dass ein Pokémon auftaucht. Es ist nicht so wie ein Schutz, sondern ja, eher nur ein Senker der Wahrscheinlichkeit, dass ein Pokémon auftauchen könnte. Und heute mache ich drei Parts, weil es gestern keinen Pokémon-Part gab. Eins zur Wiedergutmachung. Und zwei, weil, ja, weil ich Splinter Cell offen habe. Wo es nicht regelmäßig Parts hochgeladen, ja, garantiert ist. Garantiert sein. Oh Gott, ich hätte schon wieder Scheiße. Okay. Neu von vorn. Also, ich werde jeden Tag zwei Pokémon-Parts hochladen, wenn es kein Splinter Cell-Parts geben wird. Heute habe ich allerdings schon einen hochgeladen. Das heißt, ich würde normalerweise nur einen Pokémon-Part hochladen. Heute mache ich aber drei Parts. Weil einen habe ich gestern nicht hochgeladen und heute zwei zur Demonstration, dass, ja, das Splinter Cell halt, nicht so regelmäßig hochgeladen werden kann. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden. Falls nicht, tut mir leid, dass ich so scheiße erklären kann. Okay, blub, blub.
Also ich laufe jetzt ein bisschen durch die Asche, um Asche zu sammeln. Wir könnten auch einen Schutz aktiv einsetzen. Komm! Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen nicht immer... Wir müssen da immer... wir dürfen da nicht immer durch dasselbe Gras, glaube ich, durchlaufen. Sonst kriegen wir nichts. Vermute ich einfach mal. Machen wir einfach da mal alles grün. Wir machen die ganze Route voll grün. Yay! Und lauter Pandjes tauchen auf und leisten uns Gesellschaft. Ach komm, jetzt lass mich in Ruhe. Ihr Verdammten. Ihr Verdammten. Ihr seid alle verdammt. Ihr seid Pokémon aus der Hölle. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr hört jetzt meinen Tastengetippe. Ach komm, ich drücke hier gerade die Tasten so richtig fest. Oh, so richtig fest drücke ich gerade die Tasten. Okay. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Das reicht noch nie im Leben. Ich habe im letzten Part oder beziehungsweise in dem Part, was ihr nicht gesehen habt, weil ich den versehentlich gelöscht habe beim Rendern, aufgefallen, dass wir sehr viele Schritte laufen müssen. Ach komm, erst lasst mich in Ruhe, ihr Verdammten. Ihr seid ja noch nerviger als Justin Biebers Lieder im Radio. Gott. Gott, lass mich in Ruhe. So, Pandy ist der neue Gott der Pokémon. Arceus wurde abgelöst. Jetzt aber. So. Ich habe das Gefühl, ihr hört echt mein Tastengezippel. Das ist schlecht. Komm, wie viele Schritte? Boah, du willst mich noch verölschen. Verölschen möchte mir. Er möchte mich verölschen. Blub, blub, blub. Na, also sorry, falls ihr mein Tastengetippe hört. Ich kann dagegen nichts machen. Dann sagt dem Schall, er soll aufhören, zum Mikrofon zu wandern. Hallo, Schall, hör auf. Schall? Also ich speede jetzt alle Kämpfe, weil wir eh immer fliehen werden. Oder wir könnten eigentlich trainieren, ne? Ich trainiere einfach mal, zack. Kann ja nicht schaden, wir müssen eh das nachholen, was ich verpatzt habe. So, zack, zack, zack. Da machen wir eine kleine... Was? Warum geht da jetzt nichts mehr? Jetzt, wahrscheinlich war gerade meine Taste blockiert. Ach komm, warum läuft jetzt doch nach links? Nein, da ist ein Trainer! Nein, 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 nein! Okay, stopp, safe. Warum läuft der nach links? Ich verstehe es nicht. Und laden. Das läuft immer noch nach links. Ich mache mal kurz Stopp und versuche das zu fixen. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Jetzt läuft er nicht mehr nach links. Wir müssen nach rechts, nicht nach links. Wobei, wir könnten auch nach links gehen und unsere Pokémon einfach mal kurz heilen. Oh, nein, nein! Du hast mein Ding gekillt, mein 14-Blitz hast du gekillt. Schäm dich. Es war doch so jung. Also wie viel braucht man noch? 37, deine Mutter braucht noch 37. Oh, ich habe einen deinen Mutterwitz gesagt, was total männlich ist, aber naja. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Gott, ihr seid wie Creeper in Minecraft. Explosiv. Und total nervig. Gott, lasst mich in Ruhe. Ihr seid nervig. Lasst mich doch in Ruhe, Sandan, Sandan, Panzeron, Pandius. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nichts. Lasst mich. Ah, was? Flucht unmöglich. Jetzt lass mich fliehen. Danke und tschüss. Ach komm, warum lässt du mich nicht fliehen? Lass mich fliehen. Danke. Lass mich fliehen. Danke. Lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Hier da. Fliehen. Da. Da. Und tschüss. Ihr habt echt mein Tastengetippel, habe ich das Gefühl. Tut mir leid, falls ihr mein Tastengetippel hört. Ich muss mir eine kleinere Taste verkaufen. So, jetzt. Okay. Blaue Flöte, gelbe Flöte, rote Flöte, weiße Flöte, schwarze Flöte, edler Stuhl, edler Tisch. Edler Tisch und edler Stuhl, das sind Sachen für die Geheimbasis. Und das andere sind, wie gesagt, die vier Items, die gegen Statusveränderungen helfen. Nein, ich möchte mir die blaue Flöte holen. Blaue Flöte. Bitte ledig, Schnauf, Keuch. Okay. Blaue Flöte. Gut, dann machen wir die Route fertig. Danke, dass du mich gefunden hast. Aber nun müssen wir kämpfen. Der kleine Ninja. Der hat einen Ninkale und einen Ninja, das habe ich das Gefühl.
die meisten Ninjas haben ja die meisten Ninja haben ein Ninjask. Trink mal schnell einen Schluck, vielleicht komme ich dadurch ein bisschen wieder runter. Bin dann wenig aufgedreht, keine Ahnung warum. Okay. Habe ich doch gesagt, Ninjas. Oder Ninjas, wie auch immer. Ninjas klingt cooler. Das hat es gut getan, der Schluck. Und jetzt tue ich mal kurz eine ziehen. Okay, ich werde mein Ninjutsu gegen dich einsetzen. Vulkanaschenwirbler. Hasch, ist es schon vorbei? Ich habe zu viel Naruto geschaut. Habe ich, glaube ich, auch im Saphir-Let's-Play gesagt. Oder habe ich das im Saphir-Let's-Play auch gesagt? Keine Ahnung. Schaut das Saphir-Let's-Play an. Und schreibt mir einen Kommentar. Der Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, dass die Erde lebt. Spacko. Warum forderst du mich heraus? Der hat eben nur ein Pokémon. Okay, bringen wir schnell hinter uns, ne? Willkommen beim Panzerknacker. Wir knacken ihre Panzer. Mit unserem Jungblut können wir auch das stärkste Stallion knacken. Bestellen Sie noch heute. Nicht. Du bist auf die eine oder andere Weise stark. Nein, ich bin ein Panzerknacker. So. Route 113, Laub Wechselfeld. Und hier sind wir, Laub Wechselfeld. Yay! Okay, wir in der Starterkundung. Wir kommen im Pokémon Center, wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon, ja. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Das kann ich eigentlich speeden, ne? Wir schauen uns ja eh nicht an. Oh, hallo, wer bist denn du? Du heißt Kevin? Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion. Okay. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Entschluss gekommen. Und du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuche mich doch mal. Ich wohne an der Route 114. Wo ist das? Naja, schauen wir uns die Karte an. Damit ihr seht, wo wir gerade sind. Oder ja, wie auch immer. Wir sind hier oben jetzt, oder? Im nördlichsten Teil von Höhen. Übrigens ist der südlichste Teil Forzhafen, der südlichste Teil der ganzen Pokémon-Welt. Okay, wir waren hier in Maldenfro City, sind hier dann hochgelatscht und jetzt sind wir hier. Als nächstes gehen wir über Route 114, da wohnt auch die Lanette, was sie gerade eben gesagt hat. Über den Kraterberg nach Route 115. Oder heißt der Kraterberg? Ne, da ist Meteorfeld, der Kraterberg heißt der in Sinnoh. Dann sind wir hier in Meteor City. Ja, und so geht's gerade weiter. Okay, quatschen wir alle Leute an. Ich frage mich, wie die Pokémon wohl vor langer Zeit aussahen. Vielleicht kann mir der Fossilmaniac am Ortsrand etwas dazu sagen. Dann fragen wir einfach mal, aber sagt es nicht mich. Auf den Feldern von der Wechselwelt haben wir widerstandsfähige Bäume gepflanzt, die auch in der Vulkanasche gedeihen. Aha, interesting. Was ist los? Ich habe eine zwielichtige Gestalt aus dem Labor von Professor Cosmo flitzen sehen. Flitzen? Nackt oder was? Oh Gott, Team Magma wird immer verrückter. Schau mal, guck doch mal. Das ist mein süßes Azurill. Es ist glatt, weich und plüschig. Ja, hast du schon von Flavia, der Leiterin der Arena von Bad Lovostadt, herausgefordert? Der Großvater ist sehr berühmt. Er war einer der Top 4 in der Pokémon-Liga. Es würde mich gar nicht wundern, wenn Flavia ebenfalls ein größter Trainer wird. Oh Gott, diese Stimmen, die killen doch meine Stimme. Naja, irgendwann habe ich so eine kratzige Stimme und komme nochmal in den Stimmbuch rein. Ich habe lange überlegt, ob sich mein Inneko entwickeln soll oder nicht.
Ich müsste nur diesen Mondstein einsetzen. Aber das ist eine schwere Entscheidung. Würde es sich entwickeln, wäre es viel stärker. Aber es würde auch anders aussehen. Und es würde keine Attacken mehr lernen. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ja. Okay, was verkauft der Neues? Supertrank. Nichts Neues, bis auf ein paar neue X-Items, die wir sowieso nicht so richtig einsetzen. Miau. Ich habe hier ein Nugget gefunden. Das werde ich wohl verkaufen. Was soll ich denn sonst damit machen? Naja, ab der schwarzen Generation und der weißen wurde auch so ein Sammler eingeführt, der verkauft euch ein Nugget für 10.000, glaube ich. Also zum doppelten Preis. Der ist, glaube ich, in... Ich mit meinen Städten. Ich kenne die Städte von ein Anal gar nicht. Irgendwie in der Eisstadt, da im Pokémon Center, könnt ihr den finden. Also in der Stadt, da wo der Eisarena-Leiter ist. So, wir verkaufen erstmal das Nugget. Okay. Ja, wir haben schon einen großen Teil der Stadt erforscht. Wo geht's hier lang? Professor Cosmo ist unterwegs zur Meteorfälle an der Route 114. Einige Leute von Team Plasma begleiten. Team Magma, ich sag Team Plasma schon. Team Magma begleiten ihn. Ich habe zu viel schwarze Edition gesagt. Okay, ach, wie schön. Die von Team Magma, die bringen den alten Herrn zur Meteorfälle. Sind sie nicht höflich, die Team Magma-Leute? Das ist hier Haus des Attackenhelfers. Neue Attacken für deine Pokémon. Ich bin der Attackenhelfer. Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Und ich kann sie ihnen beibringen. Ich kann auch deinem Pokémon neue Attacken beibringen, wenn du magst. Alles Gegenleistung hätte ich gerne einen Herbschuppel. Ich sammle ständig. Falls deine Pokémon neue Attacken lernen sollen, komm mit einer Herbschuppel wieder. Okay, diese Stimmen, die machen mich völlig fertig. Ich werde am Ende der nächsten drei Parts, inklusive diesen hier, habe ich so eine Stimme wie ein, keine Ahnung, wie ein Politiker nach seiner Rede. Pokémon-Wettbewerb, superklasse Registrierungen, brecht in die Pokémon-Szene ein. Okay, wir brechen jetzt ein in den Wettbewerb. Hallo, willst du Pokémon-Riegel herstellen? Dann komm doch mal wieder vorbei und bring genug Bären mit. Dort hing meine Zeichnung von meinem Pokémon. Aber nun hängt dort die Zeichnung eines anderen Pokémon. Ich werde meinen Hana am Wettbewerb teilnehmen lassen. Dann gibt es eine neue Zeichnung von ihm. Okay, schauen wir uns die Zeichnung einfach mal an. Aha, da ist auch der Künstler. Schönheitswettbewerbssieger Tofung von Witthold. Mit einem Kapphilz. Siehst du, wie sie hier neue Zeichnungen des Sieger-Pokémon aushängen? Ich bin der Zeichner dieser Werke. Sobald eines der Pokémon einen Wettbewerb gewinnt, werde ich es mit Vergnügen zeichnen. Ich liebe es, Pokémon-Riegel herzustellen. Ich habe immer einige Bären dabei. Wenn du magst, können wir einige Pokémon-Riegel zusammen an Bären zusammen herstellen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Denn ich möchte den Superklassen-Wettbewerb gewinnen. Ich möchte in diesem Let's Play auch alle Pokémon-Wettbewerbe durchhaben, inklusive die Masterklasse. Das wird lustig. Aber zuerst brauchen wir weitere Bären für unser Fritzenblitz, damit seine Coolness weiter erhöht werden kann. Fossilmaniac, Fossilien gesucht. Ja, werfen wir mal rein. Ein Blick drauf. Rein, meine ich. Scheiße, jetzt bin ich dafür nicht reingegangen. Mein großer Bruder ist ein Fossilmaniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch, Löcher zu graben. Dieses Loch hat er ganz alleine gegraben. Hier, das kannst du haben. Dann kannst du Löcher graben wie mein Bruder. TM28, das ist Schaufler. Die könnten mir ein Pokémon beibringen. Die steht nämlich nicht in einem Attackenset drin, die TM. Und zwar werde ich sie Jungblut beibringen. Habe ich auch schon in dem gelöschten Part gemacht. Okay, ich verlerne Sandwirbel, Bodenattacke gegen Bodenattacke. Klingt gut. Okay. Wobei, wir brauchen Schaufel für die Legis. Wir brauchen Schaufel für die Legis, fällt mir gerade ein.
Dann muss ich mir das einfallen lassen. Mal schauen, vielleicht findet ein Pokémon, das von selbst auch noch Schaufel lernen kann. Aber wir brauchen Schaufel für die Legis. Oh Gott. Hoffentlich habe ich da jetzt gerade nichts falsch gemacht. Ich bin der Fossilienmaniac. Ich bin ein netter Typ, der Fossilien liebt. Möchtest du ein Fossil haben? Die Fossilien dieser Gegend gehören allerdings alle mir. Keines ist für dich. Wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest, geh in die Wüste bei Rote Helden 111. Ich habe gehört, dass dort Fossilien, die im Boden versteckt liegen, manchmal durch Sandstürme freigelegt werden. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf Aufnehmen, weil ich ständig diese Stimmen verändern muss. Damit es unterhaltsamer wird. Aber ich glaube, damit würde ich eher nur meine Stimme killen. Damit würde ich nur meine Stimme killen, wenn ich so weiter meine Stimmen verändere. Ihr versteht schon, was ich meine. Alles, was mein Pokémon von sich gibt, ist Brüller. Niemand lockt sich heran. Wenn du magst, dann nimm mir diese Brille, diese TM ab. Ja, das ist Brüller. Könnten wir mit Stahler kombinieren oder Giftstacheln? TM5 enthält Brüller. Ein Brüller schlägt Pokémon in die Flucht. Okay, hier ist ein Angler. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen. Wenn mich jemand herausfordern will, ich bin bereit, auch wenn ich angle. So, nach dem Trainer werde ich den Part beenden. Es ist zwar etwas ein kürzerer Part, aber wir machen heute ja drei Parts. Schmerwill. Das ist ein gutes Pokémon. Junglud, komm her. Ach komm, warum? Ach, ich hasse Schmerwill. Ich frage mich, wann wir unser viertes Team-Pokémon fangen können. Ich habe rausgefunden, wir brauchen dazu eine Profi-Angel, um unser viertes Team-Pokémon zu bekommen. Allerdings kriegen wir die erste, wenn wir Surfer haben. Das heißt, nach dem fünften Orden erst. Das heißt, es kann noch ein wenig dauern. Schnüffler, nein, danke. Ja, also dauert es noch länger, als ich dachte mit unserem vierten Pokémon. Aber ich glaube, die drei müssten auch für diese Verhältnisse schon reichen. Okay. Fritzelblitz braucht nur noch ein Level. 2436 Erfahrungspunkte. Okay, dann beende ich jetzt den Part, dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann, servus!